Hallo und herzlich willkommen zurück zur Super Funtime. Mein Name ist Steve Parker und es geht weiter mit Pokémon Mond. In der letzten Folge ist einiges geschehen. Wir haben Samantha aus der Ultradimension rausgeholt, wo sie so ein bisschen korrumpiert worden ist. Entweder von der Welt selbst oder von den Anegos, die da rumgeschwirrt sind. Ein ultra-epischer Kampf. Wir haben es aber zum Glück ohne große Probleme geschafft. Ich probiere hier ein bisschen die Kamera zu bewegen. Ich will nämlich das Lunala zeigen, aber ich habe ein bisschen Angst, dass wir direkt kämpfen. Da ist es. Cosmog hat sich zu Lunala weiterentwickelt. Ultra cool. Allgemein, die Szene, wie das Ganze aufgebaut worden ist, wo wir in diese Ultradimension gereist sind, einfach wunderschön dargestellt, cinematografisch sehr gut. Von der Musik her perfekt umgesetzt. Und ja, Lunala möchte sich unserem Team anschließen, um noch mehr von der Welt zu sehen, denn es fühlt sich mittlerweile in Alola heimisch, genauso wie wir. Und ich habe schon drüber nachgedacht, will ich es probieren, irgendwie ganz normal zu fangen? Soll ich Trugschlag hier irgendwo draufpacken? Aber ich glaube, Lunala sonst zu fangen, wäre ziemlich kompliziert. Deswegen nutzen wir einfach mal den Meisterball, den wir von Gladio irgendwann früher bekommen haben. Und ja, sparen wir uns das komplizierte, Rumgestorle. Und ja, ich frage mich immer noch, was das Ding mit Machina Pea meint. Aber vielleicht werden wir es irgendwann im Postgame rausfinden. Oder wenn wir irgendwie hawaiianisch beherrschen würden. Das klingt ein bisschen hawaiianisch. Wer weiß. So. Das ist also die legendäre Bestienmusik oder legendäre Pokémon-Musik. Haben wir schon mal gehört? Ich glaube nicht. Wir gehen hier auf den Meisterball. Wir haben doch einen Meisterball, oder? Mondball, Freundesball. Jetzt mach mich nicht schwach. Ich bin fast sicher, dass wir einen Meisterball haben. Oder haben wir den irgendwann dumm benutzt? Da ist er, der Meisterball. Perfekte Gelegenheit. Lunala, du bist meins. Werden wir, glaube ich, aber im Abenteuer nicht wirklich benutzen, weil es ein bisschen zu stark sein könnte. Und ich probiere immer noch, das Ganze ein bisschen challenging aufzubauen. Also ihr merkt ja, wir nutzen keine Items in den Kämpfen. Wir wechseln die Pokémon nicht aus, wenn wir irgendwie normalerweise einen freien Switch-In hätten. Insofern, ja, ein ganz kleines bisschen Challenge ist ja, glaube ich, ganz gut. Gerade weil normalerweise die Pokémon-Spiele nicht ganz so schwer sind. Insofern, ja, damit noch ein bisschen Nervenkitzel da ist. So, was wird der Pokédex-Eintrag sagen? Man sagt, es komme aus einer anderen Welt. Es verschlingt unaufhörlich Licht und sorgt so auch am helligsten Tag für Dunkelheit. Ja. Die Frage ist, wie wollen wir es nennen? Wölkchen? Ich glaube, Scarlet hat seins immer Wölkchen genannt. Ich glaube, ich nenne es Passfledermäuschen. Mal gucken. Ich will es jetzt nicht nachzählen. Wo sind die Kleinen? So. Ich glaube, Fledermäuschen könnte zu lang sein. Wobei, es könnte passen. Nein. Mir fällt kein guter Name ein. Ich wollte es Fledermäuschen nennen. Aber es klappt nicht. Ja, komm, dann machen wir einfach Wölkchen draus. Es ist es ja schon gewohnt. Insofern, wir wollen es nicht verwirren. Ich glaube, Scarlet hat bei seinem Abenteuer Wölkchen einmal falsch geschrieben. Insofern haben wir einen völlig anderen Namen als er. Gar nicht davon abgekuffert. In meine PC-Box, bitte. Vielleicht packen wir es irgendwann aus im Postgame. Einfach nur, um es gesehen zu haben. Und jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht. Weil im Grunde haben wir das Gröbste schon geschafft. Aber ich glaube, wir müssen demnächst zur Pokémon-Liga. Wenn sie schon aufgebaut ist. Lunala. Nein. Wölkchen. Das ist jetzt interessant, ob sie den Spitznamen gesagt hätte, den wir vergeben haben, oder ob sie Lunala einfach weiter Wölkchen nennt, so wie sie es gemacht hat. Ah, das wäre interessant gewesen, irgendwie einen anderen Namen hinzupacken. Aber okay. Henne ist ab jetzt dein Trainer, so etwas wie deine Mutter. Sie wird sich gut um dich kümmern, dass du mir also schön auf sie hörst. Ich konnte letzten Endes kaum etwas für dich tun, aber ich bereue es keine Sekunde, dich mitgenommen zu haben. Freu dich darauf, ab jetzt mit Hennen die weite Welt zu entdecken. Du wirst an ihrer Seite andere starke Trainer treffen und spannende Kämpfe gegen mächtige Gegner erleben. Hennen kann dir all die Wunder zeigen, die diese Welt zu bieten hat. Oder was die Pokébox zu bieten hat. Das ist schon fast traurig, dass wir Wölkchen jetzt nicht ins Team packen. Es wird einfach nichts sehen. Es wird einfach mit den anderen Pokémon in der Box abhängen. Aber vielleicht ist es da auch angenehm. Beziehungsweise vielleicht sind die ja auf dieser Insel, auf diesem Pokémon-Resort. Das ist ein schöner Gedanke. Pokémon, die in der PC-Box sind, sind auf einer schönen Insel, machen eine Grillparty, feiern, ausgelassen. Hen, ich weiß, dass du Wölkchen gut trainieren wirst. Ich wünsche euch beiden viel Glück. Was mich betrifft, ich werde an Mutters Seite bleiben. Ihr Zustand bereitet mir große Sorgen.
Sie ist neue Chefin bzw. Präsidentin der ETA Foundation. Ich bin sicher, Pia wird sich gut um sie kümmern. Wölkchen, dass du mir schön in deinen Pokémon bleibst, hörst du? Du kannst nicht immer herausspringen wie aus meiner Tasche. Und vergiss nicht, wie stark du geworden bist. Geh vorsichtig mit deinen Genen um. Nicht, dass du sie noch verletzt. Ach ja, noch eins. Dass du mir ja nicht an diese andere Dimension verschwindest. Da wäre Hen bestimmt sehr traurig. Ich wäre eigentlich sehr glücklich, weil wir da Ultrabestien farmen könnten, die sicher auch gute Erfahrungspunkte geben. Also gut, ich gehe dann mal. Mach's gut, Lilly. Alola. Es war schön mit dir. Aber das wirft die Frage auf, wo ist eigentlich Tali? Den haben wir auch schon super lange nicht mehr gesehen. Oder? Ich glaube, der hat sich von uns getrennt, als wir mit Gladio unterwegs waren. Naja. Oh, da ist Yasu. Ich glaube, so hieß der. Mann, es ist immer eine Qual bis hierauf. Aber eure kleine Show von eben war eine angemessene Entschädigung, würde ich sagen. Wie auch immer, eigentlich bin ich hier, weil ich für dich eine Nachricht vom Professor habe. Wenn du alle Prüfungen auf deiner Inselwanderschaft gemeistert hast, inklusive der großen Prüfung, wartet noch eine weitere, eine letzte Prüfung auf dich. Die größte aller Prüfungen. Im Grunde handelt es sich dabei um eine Zeremonie, bei der du alle vier Inselkönige und Inselköniginnen hintereinander bezwingen musst. Seit diesem Jahr ist aber alles etwas anders. Ich meine jetzt, da wir hier in Alola auch eine Pokémon-Liga haben. Sehr cooler Blick. Also Mädchen, ich wäre dir sehr verbunden, wenn du dich zum Fuß des Mount Lanakila auf Ulla Ulla begeben könntest. Du erreichst ihn über das Dorf de Cabo, da, wo sie so fleißig gebaut haben. Der Professor erwartet dich bereits dort. Willst du gleich mitkommen? Haben wir noch irgendwas zu erledigen? Eigentlich schon, wir wollen diesen coolen Tune lauschen. Wie in so einer Untergrundbar. Am Billardtisch. Einige Männer rauchen eine Zigarre. Es ist so ein bisschen neblig. Das passt richtig gut. Stehe ich drauf. Aber okay, machen wir weiter. Ich will der Allergrößte sein, wie keiner vor mir war. Und das schaffe ich nur in der Pokémon-Liga. Sehr schön. Gemeinsam zu reisen macht eh viel mehr Spaß. Ich weiß nicht, wie er reist, ob der auch einen Glurak hat. Ein Pokémobil-Glurak. Dorf de Kapu. Ist das jetzt sowas wie die Siegestraße? Davon habe ich, glaube ich, mal gehört, dass Mount Lanakila der Bereich ist, wo sich Krabox entwickelt zu, wie auch immer, Kravell heißt, glaube ich, die weiterentwickelte Form. Und einige haben bezeichnet, dass es sich nur auf der Siegestraße weiterentwickelt und haben halt nicht den Ort genannt. Und so, wenn ich glaube, es geht so Richtung Ende des Spiels tatsächlich. Das ist ein Gladio. Ein wildes Gladio erscheint. Ich habe auf dich gewartet, weil ich dir danken wollte. Du hast viel für Lilly getan und auch für unsere Mutter. Ich hoffe, es ist dir recht, wenn ich meine Dankbarkeit in einen Kampf ausdrücke. Das ist im Grunde alles, was ich tun kann. Dafür bringe ich dir aber auch den Z-Ring zum Einsatz, den mir dieser Alte gegeben hat. Du wirst staunen, wie stark ich bin, wenn ich mich richtig zusammennehme. Sehr gut. Nicht von Hass geführt ist man immer stärker. Aber ich habe tatsächlich ein bisschen Angst. Ich habe immer Angst, muss ich sagen, weil gefühlt bin ich immer noch ultra untertrainiert. Aber mal schauen, was Gladio also mitbringt. Ein X-Wart Gladio. Du bist mein... Oh, ich liebe dich, Gladio. Ich liebe dich. Mit einem X-Wart, unfassbar. Das beste Pokémon, das allerbeste Pokémon. Für die Leute, die sich fragen, wieso ich mich so freue, X-Bud ist mehr oder weniger mein Signature-Pokémon geworden. In der GPL eins der wichtigsten Teammitglieder tatsächlich, neben Pixie, aber X-Bud war auf mein Logo drauf und viele assoziieren, glaube ich, diesen Kanal bzw. mich so ein bisschen mit X-Bud. Ich sehe super viele Leute, wenn die X-Bud einsetzen, die nennen es dann netterweise Steve und ich weiß es immer sehr, sehr zu schätzen. Sollten wir überleben, easy. Und Psychobeißer sollte leider X-Bud rausnehmen. Leider, aber ich muss hier weitermachen. Ansonsten hätte ich Gladio hier gewinnen lassen. Ich habe gar nicht darauf geachtet, welches... Oh, er hat ein Amigento. Type 0 hat sich weiterentwickelt. Kann man erkennen, welchen... Ist das ein Feuer-Amigento? Ich glaube schon, man kann das so an diesen Irokesen-Ding oder an den Federn, was es auch sein soll, oder Hörnern, an diesen Kopfschmuck, sage ich mal, kann man, glaube ich, an der Farbe erkennen, welchen Typus es hat. Insofern
Ich glaube, eine Attacke sollte ich noch tanken und ich hoffe einfach mal, dass der Nachtschweif trifft. Bitte? Ah, es kann Knirscher? Tanke ich das vielleicht ganz knapp? Ja! Und ich treffe den Nachtschweif. Oh, so schön. Okay, es war tatsächlich Feuer. Ich gehe einfach mal auf die Wasserdüse, weil ich meine, ne, wenn wir schon drin sind, wir werden zwar leider unser Knirrfisch verlieren, außer wir critten, aber wir critten nicht. Es war trotzdem sehr schöner Schaden. Alles unter Kontrolle, würde ich sagen. Was können wir hier am besten reinwechseln? Ich glaube, ich sollte auf natürliche Art und Weise schneller sein als Armigento. Ich glaube, das hat nur 95 Base in der Initiative. Es ist zwar natürlich vom Level her höher als wir, aber wir haben wesentlich mehr Basisinitiative. Insofern hoffe ich, dass ich hier auf die Nitro-Ladung gehen kann, dass der Gegner das nicht überlebt, auch wenn er resistiert. Und dann bin ich für die kommenden Züge umso schneller. Aber der Gegner ist leider schneller. Schade. Aber schadenstechnisch ist das vollkommen okay. Er kann nur den Knirscher. Okay, es hat ausgereicht. Sehr gut. Ich glaube, es wäre egal gewesen, weil wir in diesem Zug dann auf jeden Fall schneller gewesen wären. Ein Snibuna, das heißt, der Initiativboost hat sich definitiv gelohnt. Als ob ich es gewusst hätte. Habe ich aber nicht gewusst, muss ich ganz ehrlich sagen. So, Flammenwurf, go! Ah. Ich finde es schön, wenn Pläne aufgehen. Weil es natürlich nichts krass geplant ist, aber wenn man so ein bisschen taktische Finesse in NPC-Kämpfe reinbringt, das ist doch schon ganz befriedigend. Und ich überlege, ob wir heute schon auf die Siegestraße bzw. zu Mount Lanakila wollen oder ob wir noch vorher so ein bisschen backtracken wollen, gucken, ob wir noch irgendwas finden können, was wir machen sollten oder vielleicht noch ein paar wilde Pokémon fangen. Aber ich glaube, da wollte ich sowieso eine kleine Umfrage im Kommentarbereich starten, was ihr denn gerne als Team für die Top 4 hättet. Also da bin ich absolut offen, frei. Wenn ihr irgendwas unbedingt sehen wollt, dann schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Wenn ich irgendwas, was noch nicht gefangen worden ist, fangen sollte, wenn ihr sagt, fang bitte einen, was haben wir zum Beispiel nicht gefangen, einen Kommandutan. Ich glaube, Kommandutan findet man im Schattendschungel. Dann sagt das, ich fange eins und werde es auch ein bisschen fit kriegen. Und dann nutzen wir es einfach für die Top 4. Also ich bin da wirklich, ich orientiere mich nach euch. Weil für mich macht jedes Pokémon hier Spaß. Es soll ein Alola-Pokémon sein. Das ist, glaube ich, die einzige Restriktion, die ich hier auferlegen kann. Also bitte in den Kommentaren schreiben, was ihr denn gerne hättet. Und du hast gute Pokémon. Danke. Ich kann mir jetzt ein Bild davon machen, was für ein Trainer du bist und was für eine lange Reise du hinter dir hast. Lili kümmert sich zurzeit um unsere Mutter, musst du wissen. Und sie hat mich gebeten, dir etwas auszurichten. Du bist der beste Pokémon-Trainer auf der ganzen Welt, Hen. Das waren ihre Worte. Hier, nimm. Das hat mir Lili für dich gegeben. Ich dachte, jetzt kriege ich irgendwie ein super tolles Item, aber es sind nur... Wobei Top-Elixiere könnten vielleicht praktisch sein. Wer weiß. Tali trainiert wohl auch fleißig. Wo auch immer er steckt. Ich muss mich wirklich anstrengen, wenn ich mit euch mithalten will. Der hat richtig nette Augen bekommen. Richtig strahlend. Man merkt, er ist ein neuer Mensch. Wir sind zwar nicht gerade Freunde, aber Gegner sind wir auch nicht mehr. Man nennt sowas Rivalen. Man sieht sich und immer schön weiter gewinnen. Gladio Senpai! Mua. Ich habe ein bisschen gehofft, dass ich einen Z-Kristall wieder bekomme, aber scheinbar nicht. Weil uns fehlen noch 3, glaube ich. Gibt es die wirklich nur so auf der Welt oder kriegen wir noch im Mount Lanakila? Wahrscheinlich kriegen wir noch irgendwelche. Weil ich glaube, so kurz ist die Siegestraße in Anführungszeichen gar nicht. Und wir müssen noch hier mit dem Professor reden, der uns vielleicht noch was geben könnte. Wer weiß, wer weiß. So, wurden unsere Pokémon geheilt? Ich glaube nicht, ne? Ja, tatsächlich nicht. Aber das passt schon. Wir tun einfach mal hier unser Moggy nach vorne. Das habe ich auch irgendwie mit der Zeit richtig lieben gelernt. Ich war am Anfang nicht ganz so begeistert davon, aber es ist einfach super praktisch geworden. Also von den Typen her, von die Angriffe sind wesentlich stärker, als ich am Anfang dachte. Insofern ein sehr, sehr gutes Pokémon. Und gerade wenn ich neue Pokémon fangen will, die Spore wird das schon aushelfen. Ich will hier mal gucken, was es so alles gibt. Es ist eine neue Gegend, vielleicht gibt es was Spannendes. Ein Absol, das ist nicht ganz so spannend, aber es ist ja auch nur der erste Encounter. So, Mondgewalt, go. Und ja, das mit der Top 4 wollte ich jetzt schon mal ansprechen, also mit dem Team für die Top 4, weil ich glaube, wir werden diesen Part noch nicht dahin kommen, beziehungsweise werden noch
glaube ich, Ausschau halten, ob wir irgendwelche Secret Items holen können. Insofern bleiben uns noch 1-2 Tage Zeit, sodass ihr wirklich auch genug Zeit habt, in den Kommentaren was zu schreiben und dass ich auch genug Zeit habe, die Pokémon zu fangen und zu trainieren. Insofern, ja, da freue ich mich drauf. Ich bin auch sehr gespannt, was ihr aus Alola so alles mögt. Also kleine Umfrage, Beliebtheitsumfrage. Mein Sneeble. Also bitte nicht scheuen, den Kommentarbereich so ein bisschen durchzuspammen. Ich werde auch selber einen Kommentar verfassen, damit das alles so ein bisschen gesammelter ist und sich nicht mit den anderen Kommentaren, die vielleicht auf einen Part bezogen sind, vermischen. Das finde ich immer ganz, ganz praktisch. Wenn ich das so bei anderen Leuten sehe, wenn die irgendwelche Let's Play-Projekte haben, wo es eine Frage des Tages oder sowas gibt, dann finde ich es immer schade, dass ich quasi die ersten 100 Kommentare einfach nur sich auf diese Frage beziehen und nicht irgendwie auf den Part. Und wenn ich lese selber gerne Kommentare bei anderen Leuten, muss ich sagen, so ein bisschen der Spitzel. Und ja, hab dann einfach gemerkt, dass wenn man das in einem Block gesammelt bekommt, dass es schon für andere auch wesentlich angenehmer ist. So. Lustigerweise fällt mir auch spontan nicht wirklich ein, was wir noch alles Cooles fangen können. Ich glaube, ich habe einmal nachgeguckt, ob man in Pokémon Mond Turtonator, ich weiß leider nicht, wie das Pokémon auf Deutsch heißt. Es ist halt diese Feuerdrachen-Schildkröte. Totonator? Irgendwie sowas. Also ich glaube, ihr wisst schon, wen ich meine. Den gibt es leider nicht in Pokémon Mond. Das finde ich echt schade. Ich weiß gar nicht, was die Alternative dazu ist bei Mond und Sonne. Traumfresser. Ich glaube nicht, dass wir da Platz haben, weil ich Kraftabsorber schon gerne behalten möchte, muss ich sagen. Traumfresser ist zwar natürlich cool, weil wir die Pilzspore haben, aber nee, komm. So wie Moggy ist, mag ich Moggy. So, Encounter. Was für wichtige Pokémon... Worauf freue ich mich denn? Okay, wir haben noch ein paar Tränke. Ich glaube, ich lasse es erstmal, weil Moggy kann ich theoretisch auch so noch ein bisschen Gehalt bekommen. Eben mit dem Gigasauger und dem Kraftabsauber. Wo sind wir hier? Ich habe so ein bisschen den Überblick verloren. Müsste hier nicht irgendwo der Professor auf uns warten? Eine Schnäppke. Oder ein Schnäppke? Klingt immer wie Schnäpfe. Deswegen sage ich einfach mal, es ist eine. Auch wenn es ein männliches ist. So, Mondgewalt sollte, glaube ich, ausreichen. Okay. Ah, wenn wir geflincht werden. Traurig. Und der Gegner Stordon auch. Oh Mann, was sind das hier für wilde Encounter? Aber ich glaube, das ist auch wieder eine neue Gegend. Das heißt, potenziell wieder die Chance, irgendwas Cooles Neues zu fangen. So. Wo war ich? Coole Pokémon, die ich mir vielleicht wünschen würde. Wie heißt nochmal das Drachenkampf-Pokémon, das wir in der letzten Folge encountert haben? Das kleine? Mir fällt auch das große gerade nicht ein. Irgendwas mit G. Oh, mir fällt es leider beim besten Willen leider nicht ein. Lustigerweise auch auf Englisch, nicht? Also da habe ich gerade so einen kleinen Blackout. Will ich das googeln, während hier der Encounter startet? Ich bin ja am Rechner, das ist ja ganz praktisch. Weil wenn ich den englischen Namen, glaube ich, einmal gelesen habe, dann kann ich mich, glaube ich, auch daran erinnern, wie der deutsche sein könnte. Und zwar der englische ist... Wo bist du? Okay, Komo-o. Wie hieß du? Irgendwas mit G. Ich bin mir fast sicher, dass irgendwas mit G war. So, kann ich hier fliehen, bitte? Ich bin entkommen, perfekt. Nee, absolut keine Ahnung. Dabei war ich so sicher. Dabei war ich letzte Folge so sicher. Und dachte, ja, natürlich heißt es so. Auf jeden Fall das Drachenkampf-Pokémon. Das könnten wir theoretisch fangen. Ich weiß nicht, ob es gut ist in diesen Abenteuern und vor allen Dingen, ob es irgendwelche crazy Conditions gibt, wie man es zur letzten Entwicklungsstufe bringen kann. Was ist das? Irgendwas Wichtiges? Ein Fels ist mit Eis überzogen. Besser nicht berühren, wenn du nicht dran festfrieren willst. Ah, hier kann man wahrscheinlich das Glaziola entwickeln. Also Evoli zu Glaziola. Ganz cool. Leider auch wieder sehr, sehr spät, muss ich sagen. Das finde ich immer ein bisschen schade, wenn man extrem lange auf etwas warten muss. Deswegen, ich fände es cooler, wenn man Krabox irgendwie einfach nur durchs Leveln entwickeln könnte, weil die erste Entwicklungsstufe... Was passiert hier? Flinkklaue? Ah, stimmt. Wilde Pokémon bzw. wilde Sneeble können Flinkklauen haben. Ich erinnere mich. Das konnte man früher auch so ein bisschen farmen, wenn man wirklich Flinkklauen wollte. Alles unter Kontrolle. Wir haben alles überlebt. Kein Ding.
Und ich merke, die Erfahrungspunkte sind hier einfach super gering. Also, da haben wir, glaube ich, in den Gegenden vorher wesentlich mehr bekommen. Also schon irgendwie 1200, 1400. Und ich mit meinem Orientierungssinn verlaufe mich, glaube ich, hier extrem. Holy shit. Du nimmst hier einen Z-Kristall, der sich im Sockel befindet. What? So einfach geht das hier, ohne Kampf oder Prüfung? Oder kommt jetzt plötzlich das Herrscher-Pokémon? Ja, gut, dass ich mich verlaufen habe, sonst hätten wir es wahrscheinlich nicht gefunden. Cool. Wahrscheinlich der Eis-Z-Kristall, wenn man vom Namen schließen kann und von der Gegend her passt das eigentlich auch ziemlich gut. Ich konnte nicht fliehen, was? Oh, okay. Das ist, blöd. Bitte ruf nicht um Hilfe, danke. Oh mein Gott, zwei Golbats. Ich glaube, dann wechseln wir einfach mal. Was ist denn schnell? Ja, Ulrich ist, glaube ich, schon schneller als Golbat. Insofern, da steigen die Chancen zu fliehen. Das hat mir nämlich der Kommentarbereich beigebracht, dass die... Ah, jetzt können wir nicht fliehen, oder? Ist es das, was ich denke? Ja, ich kann nicht mehr fliehen. Aber wir haben... Haben wir Rock Slide? Auf Wolverock? Ich bin nicht sicher. Ah, nee, nur Felsgrab. Das trifft ja, okay, das trifft nur ein Pokémon. Wird ein Felsgrab reichen? Ich glaube, ein Felsgrab wird nicht reichen, um Golbat rauszunehmen. Hoffen wir einfach mal, dass wir die Steinkante treffen. Aber Wolverock hat bisher alle Steinkanten getroffen, bis auf eine, glaube ich. Insofern, da bin ich zuversichtlich. Und die Erfahrungspunkte sind viel besser. Also auf jeden Fall an den Golbats kann man sich so ein bisschen hochfarmen. Hochgrinden. So, Steinkante. Ah genau, vielleicht auch noch eine Restriktion für das Team demnächst bei den Top 4. Ich würde gerne Silvarum mitnehmen, weil das ist so das Signature-Pokémon dieses Projekt. Das war das erste Pokémon, das wir gefangen haben. Und ich bin eigentlich auch vom Design her ein richtig, richtig großer Fan davon. Insofern, das ist quasi meine Wahl für das Team. Für den Rest seid ihr dann zuständig. Da bin ich auch wirklich komplett offen. Und wenn es ein Pokémon ist, das ich noch nicht gefangen habe, bitte schreibt noch irgendwie dazu, wo man es fangen kann, bevor ich es mir irgendwie nach stundenlanger Arbeit ergoogeln muss oder wenn es da irgendwelche Conditions gibt. Aber achtet auch wirklich darauf, dass man das in Pokémon Mond fangen kann und nicht nur in Pokémon Sonne zum Beispiel. So, hier probiere ich mal was. Wir gehen auf den Kraftabsorber. Da bin ich jetzt gespannt, wie gut wir uns hochheilen werden. Ego Trip, keine Ahnung, was es ist. Ist egal. Wie viel wird es sein? Wunderschön. Ein Traum. Ein absoluter Traum. Dieser Move ist so gut. Als ich den zum ersten Mal gelesen habe, habe ich so, sag ich mal, ein paar Kalkulationen angestellt auf Pokémon Showdown, beziehungsweise im Damage-Kalk und habe einfach errechnet, in wie vielen Situationen man sich einfach von 0, also nicht von 0, sagen wir mal von 1 KP auf 100% wieder hochheilen kann, weil ich glaube, ich habe mir da irgendwie eine Formel zusammengerechnet, wie viel Basisangriff der Gegner braucht ungefähr und beziehungsweise gegen welche Pokémon man das machen kann. Also man muss einfach nur Angriffe überleben und man hat dann quasi immer eine freie Gelegenheit, den Gegner auf -6 Angriff zu bringen, ohne dass man Schaden kassiert. Man muss halt wirklich nur die Angriffe überleben und hoffen, dass man nicht gecrittet wird. Also ich glaube, Lamelux hat hier wirklich sehr viel verstecktes Potenzial. Und ich warte wirklich drauf, wenn sich das Meta so ein bisschen wirklich eingestellt hat. Weil momentan ist ja alles irgendwie im OU gelandet. Also macht natürlich Sinn, weil man muss erstmal testen, was ist gut, was ist zu stark, was kommt ins UU und RU und so weiter und so fort. Insofern, ja, ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wenn sich die ganzen Tiers so ein bisschen eingestellt haben. Weil ich glaube, Lamelux, egal in welchen Tiers landen wird, er schon ziemlich gut sein wird. Auf jeden Fall werde ich es probieren, gut zu machen. So ein bisschen Hörnschmalz investieren. Was so das Optimum ist, der beste Split, das beste Moveset, ob man es offensiv spielen sollte oder defensiv. Es ist leider ein bisschen langsam, was, glaube ich, schon ein schlimmer Nachteil ist, mehr oder weniger. Aber ich glaube, damit würden wir schon arbeiten können. Oh nein, ah, dieses Hilferufen. Aber es kommt niemand. Niemand mag dich, Schnäppke. Ich mag dich schon. Aber heute nicht. Ach stimmt, ich wollte mich schon über die Volltrefferchance beschweren, aber ich glaube, der Angriff hat immer eine Volltreffer. Macht immer einen Volltreffer. Um mich den korrekten Deutsch auszusprechen.
Deutschleistungskurs hier nebenher. Das ist ein Item, vielleicht... Oh nein, ich wollte, bevor ich mich heile, das Item aufheben, weil vielleicht ist es irgendwie ein schwächeres Item als die Tränke, die ich momentan benutze. Aber es ist okay. Und mir ist aufgefallen, dass Sneeble, glaube ich, über keine Eisattacken besitzt. Also jedes wilde Sneeble, das wir bisher getroffen haben, auch in anderen Projekten, noch nie kam eine Eisattacke. Immer irgendwelche seltsamen, für mich nicht definierten Angriffe. Also Prügler an dieser Stelle sagt mir auch momentan nichts. Aber es macht wenig Schaden. Mehr muss ich nicht wissen. So, was haben wir? Top-Beleber, okay. Das heißt, einmal manuell heilen, auch wenn ich das Gefühl habe, dass gleich ein Pokémon-Center kommen könnte. Beziehungsweise, es könnte auch mal wieder ein anderes Pokémon nach vorne tun. Aber okay, dieser Part ist Lamelux gewidmet. Du bist der Star, Moggy. Du machst schöne Videos. Grüße an Mythos of Gaming an dieser Stelle. Auch wenn er mich höchstwahrscheinlich nicht ansieht. Notice me, Senpai, bitte. Na, was geht? Guckst du auch in die Ferne? Mach mal. Ich guck einfach mit. Und sterbe an Unterkühlung. Aber dem hier ist auch kalt. Ich habe früher mal die 7-Prüfung absolviert und wurde so zum Inselwanderschaftschamp. Nur leider war der Weg bis hierhin so weit, dass ich jetzt all meiner Kräfte beraubt bin. Aber dem Mahomai geht's noch gut. Vielleicht ist der Pokémon-Trainer. So. Einmal komplett heilen. Ich wusste, ich hätte diesen Eintrag nicht aufbrauchen sollen. Und ich bin gespannt, was der Shop jetzt alles hergeben wird, weil ich glaube, wir haben schon länger nicht mehr eingekauft. Und für jeden Z-Kristall oder nach jeder Prüfung oder großen Prüfung steigt ja sozusagen das Angebot. Insofern bin ich neugierig. Leider gibt es nur einen Verkäufer. Wenn es einen zweiten geben würde, die haben meistens interessantere Sachen mit dabei. Aber mal schauen. Was gibt es denn? Irgendwie, der sagt zwar, dass er irgendwie neue Sachen mit dabei hat, aber ich weiß nie, was neu dazu ist. Also wahrscheinlich die Top-Genesung, weil es das wertvollste Item an dieser Stelle ist. Vielleicht sollten wir auch mal ein paar kaufen. Kaufen wir einfach mal... kaufen wir 8, dann haben wir 10. Ich bin auch gut in Mathematik, nicht nur in Deutsch. Und davon kaufen wir einfach mal 7, dann haben wir auch 10. 10 ist eine schöne Zahl. Und einfach für den kleinen Hunger zwischendurch kaufen wir auch mal hier 10 Hypertränke. Ich merke gerade, wir haben gar nicht mal so viel Geld. Wow! Irgendwie sollte ich mal gucken, dass wir uns einen kleinen Nebenjob besorgen. Und Geld erfahren. Ich will mit einem Starmie reden. Das ist ultra unwichtig, aber ich muss das machen. Mimi. Hat irgendeine Frage? Gibt es ein anderes Pokémon? Ich will nicht mit Menschen reden. Menschen sind langweilig. Ich will mit Pokémon reden. Aber hier gibt es keine Pokémon mehr. Hallo. Angeblich hat Professor Kukui alle bisherigen Inselwanderschaftschamp und alle Trainer, die sämtliche Prüfungen absolviert haben, kontaktiert. Er hat sie offenbar gebeten, ihm dabei zu helfen, einen Champ für die Alola-Region zu ermitteln, der weltweit anerkannt wird. Weltweit. Das könnte ich sein. Mal schauen. So, gibt es hier noch irgendwas? Das sieht hier so ein bisschen nach einer Schatzsuche aus. Okay, ich kann nach rechts drücken. Ich wusste es. Ich brauche keinen Bissbark. Ich bin der Schnüffler. Aber wo? Wahrscheinlich da oben. Nein! Er beraubt nicht meiner Schätze. Hallo? Seit sich beim Ätherparadies unsere Wege getrennt haben, habe ich meine restlichen Prüfungen absolviert und bin auch noch nach Hause, um ein bisschen zusammen mit Elima zu trainieren. Und als ich gerade darüber nachgedacht habe, ob ich mich als nächstes an der Pokémon-Liga versuchen soll, habe ich von Glade gehört, dass du schon auf dem Weg hierhin bist. Also habe ich alles stehen und liegen gelassen und bin hierher geflitzt. So schnell war ich noch nie unterwegs, ich war schneller als der Blitz. Aber ich schweife ab, er will sich erkämpfen. Weißt du was denn? Entscheiden wir doch mit einem Kampf, wer von uns beiden sich als Erster der Herausforderung der Pokémon-Liga stellen darf. Ich sage dir gleich, ich werde all meine Kräfte zusammennehmen, um die Oberhand zu gewinnen. Mal wieder habe ich ein ganz kleines bisschen Angst. Auf jeden Fall habe ich Respekt. Wenn er jetzt 6 Pokémon mit dabei hat, was tatsächlich der Fall sein könnte. Okay, nur 4, dann habe ich nichts gesagt. Sali, du brauchst 6 Pokémon. Was ist los mit dir? Was haben wir vorne? Okay, immer noch Lamelux, das ist gut, weil Elektroattacken jetzt nicht ganz so gefährlich sein werden. Ich glaube, ich schläfe erstmal ein. Einfach nur, um sicher zu sein. Und dann schauen wir mal. Psychokinese, bitte kein Tuit. Das wäre super schön. Es ist ganz knapp. Spazierfertigung sinkt. Ja, das ist blöd.
Das ist in der Tat blöd. So, was für gute Antworten habe ich für Raichu? Nichts super Gutes leider. Ich könnte sofort in Dagmar rauswechseln. Ich könnte auch Moggy hochheilen. Will ich Moggy hochheilen? Ah, das wird, glaube ich, auch schwer, weil Raichu, glaube ich, gar nicht... Oder hat Raichu doch ganz gute Angriffskräfte? Weil ich könnte mit dem Kraftabsorber hier, glaube ich, mich wieder auf 100% bringen und dann einfach hoffen, dass der Gegner einige Runden zusätzlich schläft. Ich glaube, das mache ich einfach. Kraftabsorber, go! Dann bitte, bitte, bitte. Wobei, wir können... Ach, ich bin total dumm. Ich kann Dagmar Biene nicht reinwechseln, weil eine Elektroattacke wird sie wahrscheinlich rausnehmen. Aber ich muss auf jeden Fall rauswechseln. Das ist das Problem. Ich wechsle hier raus und hoffe, dass alles gut enden wird. Ich glaube, dass wir mit dem Z-Angriff hier das Raichu rausnehmen können. Es schläft noch eine Runde. Perfekt. Das heißt, kein unnötiger Schaden. Alles unter Kontrolle, würde ich sagen. So. Und... Ah, nein, wir haben... Ah, Mist. Ich dachte, wir hätten noch den Silvaro... Silvarium-Z. Den Silvaro-Z-Kristall drauf. Aber haben wir leider nicht. Ah, das ist bitter. Ja, komm, Schattenfessel. Wird schon gut gehen. Wird, glaube ich, nicht ausreichen. Und der Gegner schläft noch so gut. Das wird zwar nicht ausreichen, aber im nächsten Zug können wir mit dem Tiefschlag höchstwahrscheinlich den KO ansetzen. Oder vielleicht sind wir stärker, als ich das denke. Wir sind es! Krass! Silvaro! Dafür, dass du ein schlechtes Wesen für den Angriff hast. Sehr schöner Schaden, sehr schöner Schaden. Und Moggy ist jetzt, glaube ich, das stärkste Pokémon vom Level her. Ein Flamara. Wo kommt das denn her? Hat er nicht schon mal ein anderes Evoli? Also eine andere Evolution oder... Nee, Quatsch, er hatte schon mal einen Flamara, ich erinnere mich. Was tun wir dann am besten rein? Ah, komm, Ulrich. Da kann ich mir unser Knurrfisch so ein bisschen aufsparen. Weil das hat eine wesentlich bessere Coverage und wenn ich das Flamara hier mit Steinangriffen rausnehmen kann, dann mache ich das einfach mal. Aber trotzdem ziemlich brutal. Ich glaube, ich bin schneller als Flamara, sonst wäre ich vielleicht auf das Felsgrab vorgegangen, aber ich glaube, ich bin schneller. Nein, der Gegner ist schneller. Ich habe nichts gesagt, aber jetzt einfach wieder Daumen drücken, dass wir unsere Steinkante treffen. Bitte keine Verbrennung. Keine Verbrennung, sehr gut. Nice! Volrock! Einfach alle Küsse in der Welt an dich. Ich bin wirklich fasziniert. Ich habe, glaube ich, noch nie so oft Steinkannen getroffen. In keinem Let's Play, in keinem privaten Playthrough. Also unfassbar. Daunenreigen? Okay. Was ist das denn bitte? Hüllt das Ziel in Daunen und senkt dessen Angriffswert stark. Das habe ich noch nie gehört. Aber klingt super, also nicht super nutzlos, aber... Nee. Nee, danke. Ein Koalelu. Das ist aber auf jeden Fall neu. Komm, probieren wir mal mit einem perfekten Ergebnis hier rauszugehen. Ansonsten hätte ich gesagt, dass wir hier das Ulrich untergehen lassen können. Wir gehen auf den Durchbruch, aber ich probiere hier wirklich perfekt rauszugehen. Kann Koalelu irgendwas, was unserem Silvaro gefährlich wird? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Oder kann ich nur irgendwas anderes probieren? Ja, probieren wir das einfach mal. Dann können wir auf den Z-Angriff gehen. Dann sehen wir den auch mal wieder. Holzhammer. Sehr gut. Hätte ich nicht gedacht, dass das Ding Holzhammer lernt. Macht ziemlich viel Schaden. Dafür, dass es resistiert wird. Holy shit. so. Brillante Blütenpracht. Go. Mit einem wunderschönen Tanz. Traumhaft. Traumhaft, traumhaft. Ich glaube zwar nicht, dass es ausreichen wird, um Koalelu rauszunehmen, weil das ist schon relativ bulky. Wenn Tali clever ist, dann spielt er es mit KP-Investment. Ah, davon gehe ich zwar nicht aus, aber... Wobei, gefühlt sind die Trainer-Pokémon wesentlich stärker dabei als normalerweise wilde Pokémon. Also was EVs angeht, sind die, glaube ich, wesentlich besser. Okay, das habe ich nicht gedacht.
Okay, so viel zu perfektes Ergebnis. Traurig, aber es ist okay. Wer soll es beenden? Ich befürchte, dass Donarin leider langsamer sein wird als Koalelo. Deswegen lieber auf unseren Knörfisch. Und bevor das auch noch langsam ist und das irgendwie ein Walschal Koalelo ist, mit Level 53, wohlgemerkt, gehen wir lieber auf die Wasserdüse, denn die reicht definitiv aus. Und dann hat Tali noch ein Pokémon. Genau, der hat noch sein, wie heißt das, Robben-Pokémon? Wir werden es gleich sehen. Irgendwas mit M. Deutsche Namen. Immer noch eine, nein, Primarene. Das M ist in der Mitte. das ist ein Wasserfee, das heißt Psychobeißer ist hier die beste offensive Gewalt. Und das ist ein Two-Hit, das hätte ich nicht gedacht. Weil Primarene einfach Todesbalgi ist, eigentlich. What? Aber scheinbar auch super offensiv. Wahlglas Primarene, ich wusste es. Aber ich glaube, ja. Wenn schon unser Knöffel schneller sein wird, dann sollte Ashling hier definitiv den Sack zumachen mit einer Matschbombe. Und damit haben wir Tali besiegt. Glaube ich, außer jetzt kommt eine große Überraschung. Wir haben zwei unsichtbare Pokebälle mit. Mit sogar Leo. Sogar Leo wäre sogar echt gefährlich gegen den Rest meines Teams. In einem Kampf gegen jemanden, der seine ganze Kraft zusammengenommen hat, gibt es keine Verlierer. Weise Worte. Aber er ist doch angefressen. Und dabei wollte ich meine Pokémon doch unbedingt wissen lassen, wie sich ein Sieg gegen dich anfühlt. Ich dachte, ein Sieg allgemein. Ich habe noch niemals gewonnen. In meinem ganzen Leben. Das ist traurig. Ah, der hat richtig coole Augenbrauen gerade. Aber so eine Niederlage hat auch was Gutes. Es gibt mir Antrieb, noch stärker zu werden. Wie dem auch sei, jetzt möchte ich aber auch sehen, wie du hier der Champ wirst. Das bedeutet noch mehr Motivation für mich. Dann werde ich beim nächsten Mal nämlich gegen den amtierenden Champ gewinnen. Ach ja, das hier ist für dich. Noch mehr Top-Beleber. Ich bin wirklich froh, dass du zu uns nach Alola gezogen bist. Auch ich bin sehr froh. Ciao. Aber wir haben immer noch nicht den Professor getroffen, oder? Nicht vergessen, hier war ein Item. Tali wollte mich ablenken. Er wollte den Schatz für sich haben. Das One Piece gehört mir. Ich werde Piratenkönig. Pokémon-König, wo ist es? Wo zum Teufel ist es? Es ist das bestversteckteste Item überhaupt. Es muss hier irgendwo sein. Ist es dieser Stein? Ich bin verwirrt. Ich bin super verwirrt. Oder ist es doch unten? Ich glaube nicht, dass es unten ist. Es ist doch unten. Oh, ich hätte es schon die ganze Zeit holen können. AP top. Das ist sogar ein gutes Item. Gibt es hier noch irgendwas? Ich glaube nicht. Ich will noch hier nach vorne laufen, weil ich glaube, wir werden gleich noch ein bisschen Story mit dem Professor haben. Und dann ist es, glaube ich, wieder ein guter Zeitpunkt, eine kleine Pause einzulegen. Was wird uns sagen? Ich gratuliere, Hen. Du hast es bis hierhin geschafft. Du hast alle Prüfungen erfolgreich absolviert, selbst die große Prüfung. Was für eine fantastische Leistung. Ist ihnen nicht kalt? Das sind die wichtigen Fragen. Das frage ich mich tatsächlich auch. Wir hatten da hinten zwar auch einen Karateka, der auch nicht ganz so winterlich angezogen ist, aber ja, Professor Kukui, seine Nippel sind steinhart. Nicht im geringsten. Mein Herz brennt schließlich heißer als eine LOL-Kanonade? Kanonade. Lohe. Ich glaube, das ist ein Angriff, aber ich habe keine Ahnung, was für einer. Ich glaube, es ist einer dieser 130er-Bases, die entweder eine Runde brauchen, um aufzuladen, oder danach eine freie Runde haben. Ich weiß es nicht. Ich habe das noch nie gehört. Das hält mich von innen warm. Ach, wäre das nur so einfach. Mir ist immer super oft kalt, gerade hier im Winter. Dann wartet auf dich eigentlich nur eine Herausforderung. Die Pokémon-Liga. Darauf kannst du dich doch schon mal freuen. Der Mount Lanakila war seit jeher der Ort, an dem der Abschluss der Inselwanderschaft begann worden ist. Unserem legendären Pokémon zu ehren, haben wir uns darüber hinaus dazu entschlossen, unsere Pokémon-Liga hier oben zu gründen, so nah am Himmel wie nur irgend möglich. Ach, ich erinnere mich noch, als wäre es erst gestern gewesen. Ich stand auf dem Indigo-Plateau vor dem Hauptquartier der Pokémon-Liga Kantos und war selbst drauf und dran, die Top 4 herauszufordern. Was haben mein Team und ich nur einstecken müssen bei den Arena-Leitern in Kanto?
Doch meine Pokémon haben nie aufgegeben. Sie haben ihr ganzes Herzblut in jede einzelne Attacke gesteckt. Dieser eine Trainer mit dem Umhang und dem Drachenattacken hatte mich am Rande... Oh, Entschuldigung, ich will jetzt nicht mit meinen alten Geschichten langweilen. Geh einfach hinein. Aber sei auf alles vorbereitet, hörst du? Wenn du da erstmal drin bist, musst du das auch bis zum Schluss durchziehen. Also ich glaube, können wir dann nicht mehr zurück? Also ist es, glaube ich, umso wichtiger, dass wir uns jetzt hier richtig vorbereiten, glaube ich. Diese Statue ist dem Pokémon gewidmet, das als Schutzpatron der Insel verehrt wird. Was ist das? Ist das ein Tapu? Irgendwie sieht das absolut fremd aus. Okay, ich glaube, dann machen wir hier tatsächlich eine kleine Pause. Ihr könnt ja schon mal in die Kommentare reinschreiben, welche Pokémon ihr denn gerne demnächst sehen wollt bei den Top 4. Ich glaube, wir werden auf jeden Fall noch, bevor wir wirklich bei den Top 4 ankommen, einmal noch rumreisen können. Aber vielleicht werde ich jetzt auch schon mal ein bisschen, ja, unser Team vortrainieren, bevor es zu gefährlich wird auf der Siegerstraße bzw. in Mount Lanakila. In jedem Fall bedanke ich mich sehr, sehr herzlich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und bye bye.